Oh. So, das sind die 355, jawohl. Oh. Mit die Lack. Es passt sehr gut, ne? Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play Car Mechanic Simulator 2018. Ja, neue Folge für euch und jetzt gehen wir los. Okay. Da haben wir auch die letzte Mal Fortschritt gemacht, ja, mit diesem Fahrzeug. So, Kraftstofftank. Ja, das war auch sowieso alles normal. Oh, nein, 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 nein. Er ist schlecht. Das ist ein schlechter Zustand. So, Kraftstofftank Typ A, jawohl. Dann gehen wir mit die Achse Schenkel. Jawohl. Und ja, vorneweg, was wollte ich noch sagen? Ja, wir haben jetzt gerade eine Krise, diese Corona, Virus. Ich hoffe mal, dass sie gehen alle gut, dass es ist auch keine betroffen bei euch oder ich hoffe, dass alle geht in Ordnung. Bei mir ist alles super. Ja, wir sind zu Hause alle. Wir müssen auch die Anweisung auch zuhören von Arzt und von die Politiker. Die sagen alle, ob bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie nicht raus, ja. Weil wollten wir auch nicht, dass diese Pandemie kommt auch zu einer großen Schade für alle Leute. Das muss man auch so zu sehen. Okay, Bremsbelage. Oh. Bremssattel, jawohl. Ja, und ich muss sagen, für manche, das ist auch traurig, weil die sind alle entweder als Kurzarbeit eingestellt oder ein Teil und andere Leute gehen immer noch Arbeit, aber mit auch die Gefahr, dass die werden auch eingesteckt. So, ich hoffe nicht, aber so, was brauche ich noch? Oh, ja, okay, Stoßdämpfer, okay, das machen wir auch rein. So, Gummireibe, kleine. Jawohl. Und dann hintere Achsträger. Ja. Querlenker, jawohl. Das schrauben wir zusammen. Hopp, hopp, hopp. Ja, und was wollte ich noch sagen? Ja, jetzt habe ich auch Zeit. Ich mache noch sehr viele Aufnahmen und vielleicht starte ich auch etwas Neues. Muss ich auch schauen, wie weit komme ich noch mit meinen Planen, mit Aufnahme. Ja, dass wir haben noch wieder etwas Neues zu sehen auf meinem Kanal. Nicht die ganze Let's Play, ja. Ich mache immer sehr gern meine Let's Play, aber ab und zu Abwechslung ist auch nicht so verkehrt. Muss man auch so sagen. So, Querlenker. Okay. Ja, und das war auch, wie gesagt, seit langer Zeit, wo es war auch nicht etwas mit Car-Mechanik. Es tut mir leid. Ja, da hat man auch nicht immer die Zeit für alles. Aber ich bin auch gerade dabei wieder. Ja, das ist jetzt meine zweite Aufnahme. Wir sind gerade Samstag, 21. März. Und wie gesagt, mal schauen, wie weit ich komme mit Aufnahme für etwas neu zu starten. So, die Feder. Für die Unterlage, okay. Jetzt Koppelstangen.
Okay, und noch einmal die Gummilage wuchs groß. Ah, das ist auch Ausverkauf jetzt. Hein? Nein, das soll ich auch nicht bringen, die alte. So, Gummilage wuchs groß. Ja, dann muss ich auch gerade wieder 20 Stück kaufen. Jawohl. Und die Gummilage wuchs kleine, kaufen wir auch wieder 20 Stücke. Okay. Okay, was haben wir? Gummilage wuchs groß. Okay. Und da ist sowieso, kommt noch eins, ihre. Es kommt noch eine. Okay, und ja, dann könnten wir noch die Kraftstoffpumpe ansetzen. Tuning, bitteschön, weil da wollten wir auch Power haben mit das Fahrzeug. So, jetzt, was kommt noch? Ja, ich muss jetzt auf die andere Seite gehen. Okay. Hier sind wir fertig. Dann Ihre Montage von Teil, jawohl. Achse Schenkel. Jetzt Schutzblech, okay. Ja, es ist relativ noch früh. Ich denke mal schon, dass ich könnte noch vielleicht etwas Neues starten. Vielleicht. Hein? Ich bin auch nicht so ganz sicher, über was ich sage. So, Bremssattel, jawohl. Bremskolbe. Okay, jetzt kommt noch die Querlenker. Okay. Das war auch nicht so, was ich wollte, aber okay. Ich habe auch keine Wahl, ich muss das auch ansetzen. Hoppla. Dann jetzt kommt die Koppelstange. Okay. Schrauben wir feste. Die Stoßdämpfer. Okay. Dann die Gummilagebuchs. Klein, wieder schön. Und dann die Querlenker. Ich habe auch keine mehr. Okay, Querlenker. Okay, da kaufe ich auch wieder welche. 10 Stück, 12 Stück, ja. Alles gut. Okay, und jetzt Anschlagpuffer. Und jetzt noch die fette Unterlage. Okay. Okay, und was noch? Ah, hier, die Querlenker. Die B. Okay. Und schrauben wir wieder feste alles. Okay. Und dann kommen die Querlenker lang. Okay. Und noch die Gummilagerbuchs groß. Okay. Jetzt kommt noch ein Radlager. Oh, wir sind auch bald so weit für die Reifen und Felge. Antriebswelt, jawohl. Okay, ja. Jetzt könnte man. Ah, Moment, noch nicht so ganz. Das fällt noch die
Gummilagerbuchse groß, zwei Stück. Und noch eins, Moment, ihre. Und ja, man könnte jetzt auch gerade die Reife abziehen und bestellen neue Reife. Okay, gut. Ah, wir waren schon schnell, ne? In zwei Folgen haben wir auch was geschafft. So, Reif ab sie erstmal. Okay. Ich muss merken, das sind 355 mal 25 mal 22. Okay. Und zwei. Aha. Okay. Erstmal brauche ich zwei Reife, 355, 25, R22, okay. Da bestelle ich gerade. Tire, okay. Und sowieso nehmen wir Slick, Slick Dominator. Jawohl, zwei Stück. 22 Zoll und breit 355. Das ist mal große Reife. Okay. Okay, das ist bestellt. Und für vorne, was war vorne? Okay. 30, 21, okay. 295. Ja, ich muss auch. So, Felge 21, okay. 295. Das ist mal auch dicke Reife. Mal 30 war das. Okay. So, jetzt. Das ist. Ich habe. Okay. Okay, ich hab's. Okay, jetzt Felge. Da muss ich mal auch schauen mit Felge. Rims, jawohl. So, was wird am besten funktioniert mit diesem Fahrzeug? Ja, ich denke mal schön, dass. So, welche Felge? Ja, okay. Bentley Felge? Nein. Aber so, welche? Hm. Ich bin gerade am Schauen. Die wären auch nicht schlecht. Oder diese. Vorderfelge, nein, 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 wollte man nicht. Das ist auch kein Vorder. Maserati-Felge. Hm. Aber diese wäre okay. Okay, dann ich bestelle zwei Stück. Durchmesser sollte 22 und um 25, okay. Und wieder, wo waren die Felge? Ah, ihre. Dann wieder zwei Stück. Durchmesser soll 21 und 30. Okay. So, jetzt gehe ich gerade auf die Lackierkabine. Da will ich auch meine Felge lackieren. Okay, Teil lackieren, jawohl. So, dann, ich muss schauen, die müssen irgendwie, kann es am Ende sein. Nein, nein.
Ja, ich habe so viele Teile. Ich sehe noch gerade Porsche-Teile. Ah, hier sind die. Okay. Okay, Metalliclacke, matt Chrom, werde ich auch sagen. Man könnte auch irgendwie das sehen. Okay. Farbeton. In Grün, nein. Es wird auch nicht so gut gehen in Grün. Aber vielleicht etwas Rot oder so. Oder, in so eine blaue. Aber nicht so helle. Ich schaue gerade noch. Oh ja, das passt. Okay, ich muss das mir noch das aufschreiben. Wie ist die Einstellung? Weil das kommt auch nicht immer das gleiche raus. Zu 21, 75, 63. Okay. Schon gut. Das wird auch eine gute Farbe. Okay. Teil lackiert. Okay. Noch einmal. Teil lackiere. Ja, die waren ganz am Ende. Wo sind die? Wo sind die? Ah, das kommt, das kommt, das kommt. Ja, ihre 25, okay. Das war Chrom-Effekt. Zu 120. Ja, ich habe das Zettel wieder weggemacht, aber puh, ich brauche das auch. So, 221. Okay, Sättigung sind wir bei 75. Hoppla, okay, und 63. Ja, muss man immer achten, dass es kommt immer auf die gleiche Farbe. Okay, Teil lackiere. Okay. Jetzt die andere, zwei Stück. Das ist auch schade, dass man könnte auch nicht gleichzeitig die beide zusammen lackieren. Da muss man immer so. Wo ist das? Wo ist das? Oh, das ist auch immer noch weit weg. Oder? Nein. Ich habe die Felge übersehen, oder? Ja. So, jetzt die Beizen sind lackiert, okay. Oh, nein, 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 das ist das nicht. Warum habe ich das die Teile nicht genommen. So, kurz Moment. Ich war zu schnell. Ja, wenn ich bin auch zu schnell, dann geht das auch nicht so richtig gut. So, jetzt. Diese, jawohl, Farbeton 221, hopp, Sättigung 75,
Aber das war kein Metallic-Effekt, das war Chrom und 63. So, wir sind auch wieder in Ordnung. Teil lackieren. Okay. Und jetzt die letzte Felge. Und dann haben wir auch das geschafft. So, ich mache Scroll, Scroll, Scroll. Wo sind die Felge? Ich habe so viel Teil von Mercedes-Benz. Ich brauche das auch nicht mehr, aber gut. Ja, und irgendwann mache ich auch wieder eine RWB. Nein, warum? ich will das nicht. So, Teil lackiere. Ja, und vielleicht noch ein Porsche mache ich noch. Irgendwann auch. Weil ich habe auch nicht alle Porsche gemacht. Ne? Aber das sind auch so viel Fahrzeug. Da kommen wir auch nicht immer auf die gute Tagen zu diese Fahrzeug zu erwischen. Ja, weil wie gesagt, es gibt Auktionen was gibt es noch? Schrottplatz. Und bei die Schrottplatz, ja, da findet man auch nicht alle Fahrzeuge, das man sich auch erwünsche. Manchmal, ich denke mal auch, vielleicht bekomme ich ein BMW oder so und es kommt keine BMW. Ja. Es ist auch immer eine Zufall. Okay, jetzt. Okay, zurück zur Werkstatt. Jetzt haben wir die Felge gemacht. Hopp. Dann könnte man auch die Reife montieren. Ah, diese AMG. Die ist auch voll klasse. So, Reife montieren, Reife auf sie. Und jetzt brauchen wir unsere Felge. Ja, unsere Felge brauchen wir. Gut, die Zettel kann ich auch wegmachen. Das waren meine Zettel. So, kurze Wartezeit, ja. Es rückelt ab und zu, aber nicht immer. Das muss ich auch zugeben. Aber seit ich an dem Spiel auf dem neuen Stand und immer so was, die haben immer Update gemacht. Es kommt auch nicht mehr die Resultat wie damals, wo das war einfach alles perfekt. So, oh, ja, das ist die Felge. Warum ist die auch nicht? Aha, 21. Ja, ich habe auch. Okay, ich muss auch aufpassen, weil ich habe irgendwie zwei Felge, okay, die so ähnlich sind, so wie die andere. Schaut ihr das an? Die sind gleich. Ja, nein, 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 nicht so ganz gleich. Okay, Felge 21, 30 und dann kommen die. Jawohl. Ja, es ist eine schöne blaue, oder? Okay, Reifen, Auswuchs, jawohl. Reifen auf sie. Da wollen wir die 21, jawohl. Jawohl. Nehmen. Wir machen die ganze Reife zusammen. Auswischte, jawohl, jawohl. Und Reife auf sie.
Und jetzt kommt für die dicke Schlappe. Ja, die ganze dicke Reife jetzt. Die 22 Zoll. Okay. Und es passt auch schön. Danach könnte ich diese Party abschließen. Dann haben wir auch nicht so eine lange Folge dieses Mal. Aber in die nächste Folge könnt mal lange machen. Und sowieso, ich werde euch auch Daten geben von diesem Fahrzeug. Okay, nehmen und ihre. Jawohl. Kurze Wartezeit, bis die Reifen fertig sind. Ah, es dauert auch nicht mehr so lange. Okay. Und jetzt Arbeit. So, oh. So, das sind die 355, jawohl. Oh. Mit die Lack. Es passt sehr gut, ne? Okay. Jetzt raus. Oh. Malive. Malive, das ist geile. Okay. Aber die Farbe danach, ich weiß nicht, mit die Karosserie. Da muss ich noch schauen, weil wir haben ein super spitze blaue mit die Felge und ja, vielleicht schwarz oder so. Es passt auch schön schwarz mit blaue. Wow, geile. So, vielleicht machen wir ein ganzes Spezialschwarz. Okay. Und dann ihre Aufhängung. Unterschwungteil. Okay, perfekt. Es wäre auch nicht schlecht einfach. Okay, im Schwarz vielleicht schwarz, oder? Gut, ich kann auch schwarz machen und rot. Es geht auch einfach. Schwarz ihre. Und dann mache ich rot, die kannst. Oh, das könnte man auch versuchen. Aber dann muss ich auch erstmal das Fahrzeug bewegen. Fahrzeug bewege. Und die zweite Stellplatz. Ja, weil jetzt. Das sieht gut aus. Oder im Rot. Könnte auch funktionieren, rot und blaue. Aber ich guck mal gerade, was für Farbe hat diese Corvette. Corvette CZR1. Was für Farbe haben die gemacht, die Leute dabei, oder? Ja, die war orange. Okay. In orange Farbe. Aber C6 war das, weil da waren auch verschiedene. Ah. Nein, die war.
Okay, Einheit. Oh, okay, das wäre auch nicht schlecht. Im blauen, ro im rot. Okay. Moment. Ich habe was gesehen, das wäre auch nicht schlecht. Ja, machen wir noch ein paar Minuten gemeinsam. Erstmal, ich hätte gern das auch. Ah, okay. Das wird auch schön aussehen, aber einer hat diese Corvette im helles Blaue gemacht und ihm mit Orange Strippe so auf die Seite. Aber das könnte ich auch nicht machen. Aber ich könnte eventuell, ja. So, Moment mal. Ich soll erstmal Türe kaufen und das ganze Gramm. Okay. Karosserie Teil Workshop. Ja, weil ich könnte ihm defekte. Moment. Corvette. Schreib mal Ehre. Corvette. Ja, ich könnte irgendwie in diese. Okay. Was ist das hier? Front. B. Okay. Dann nehmen wir auch diese. Kopfflügel links, okay. Kopfflügel links, okay. Motorhaube. Ja, ich kaufe jetzt gerade alles gemeinsam. So, die hintere, okay. B sieht relativ schön aus. Tür vorne links, rechts, Scheinwerfer rechts, aber das gibt auch welche, oh, die sind besser. Ihre. Entschuldigung. So, diese Lichter, jawohl. Was haben wir hier? Rücklicht. Eckklappe, jawohl, das nehmen wir auch. Links B, okay. Motorabdeckung. Okay. Eckeklappe, das brauchen wir auch. Eckeklappe, okay, Moment. Da haben wir auch zwei Eckeklappe, habe ich auch gesehen. Eckeklappe Typ A. Ja, könnte man kaufen. So, Tür A. Das sind verschiedene, okay. Aber nehmen wir ihre. Und ihre, jawohl. Windschutzscheibe, okay. Ja, kauf mal die. Cam Shell Front, okay. Aber, oh, da sehe ich auch gerade, oh, Tintäde. Ja, ich weiß auch nicht, da sind auch so viele Teile. Wo ihr Motorabdeckung, okay. Motorhaube. Rücklicht, Eckklapp, rechts, okay. Chrom, Aluminium, ah. Moment, Moment, Moment. Aber das ist auch die C7. Ah, da muss ich auch aufpassen. Okay. Ecke. Diese. Okay. Ja, machen wir weiter gemeinsam. Ich weiß es nicht.
Könnte ich etwas mit Farbe machen? Ja, da frage ich mich, ob ich könnte etwas lackieren. Okay, Moment. Das ist auch nicht die Teile, was ich will lackieren. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, jawohl. Shelby. Porsche Carrera RS. Ah. Da kommen wir bestimmt um die Teile. Ah. Okay. Das ist die Clamshell von B. Okay. Das könnte mal lackieren. Ich weiß nicht, soll ich das so machen? Ja, ich versuche mal das zu lackieren im Orange. So Perleffekt. Aber erstmal rumdrehen. Ah, okay, ihre. Ja, aber ich sehe auch nicht, dass er für orange Farbe zu haben. Das wird schwieriger. Das wird schwieriger. Oh, wo im Defekte? Moment. Da hier sind wir beim Grüne. Okay, aber wie sieht es so aus mit Gelbe? Ah, hier sind wir. Helligkeit. Aha. Hier komme ich mehr dran. Aber die Sättigung. Helligkeit. Ja, jetzt, okay, da komme ich mehr zu einer orange Farbe ungefähr, aber ich muss noch. Ah, Moment mal. Aha, sowas könnte man machen. Okay, das nehme ich mit, diese Einstellung. Ja, es ist ein langer Part. Es tut mir leid. Aber ihr könnt auch vorspülen oder nächsten Tag noch schauen. Ich mache nur die zwei Sachen im Einstellung. Teil Lucky, okay. So, noch einmal, dass ich bekomme auch die andere Teile. Werden mal sehen, ob das ist, wird wirken, etwas okay, Felge, nein, brauchen wir nicht die Felge. Ah, ja, so viele Sachen im Lager, ja. Aber das ist die erste Mal, dass ich werde auch versuchen, dies nicht gefahren. Okay. Okay, was haben wir gehabt? Das war Perleffekte. So, Perleffekte mit 52, 46. So, 42, okay. Ich muss auch zurück. 52. Sättigung 46.
und Helligkeit war mal beim 89. Ja, es ist so wie ein Gelbe. Oder das ist Gelbe. Okay. Jetzt versuche ich mit euch zu sehen, ob es könnte funktionieren, so diese Einstellung. Ob ich mache eine, zwei verschiedene Farbe dran oder. Ja, der Spiel hat sich aufgehängt für den Moment. Oder ich mache das ganze Fahrzeug in diese Farbe. Es ist noch möglich. Ich bin gerade am Testen. Werde mal sehen, ob das funktioniert, so wie ich denke. Aber ja. Die Sache ist, ich muss erstmal diese Fahrzeug lackieren, wenn ich will diese Kombination machen. Ah, okay, Moment mal. Wollt mal die Fahrzeug bewegen? Könnte man dem direkt im Lackierkabin schicken? Ja, könnte man. Und Lackierkabine. Okay, aber jetzt kommt eine Sache. Metallic Effekt macht per Effekt Flipflop Chrome. Ja, könnt mal versuchen im Chrome. Aber Moment, ich würde gerne mal auch sehen, wie das werde. Im Chrome, das ist irgendwie zu. Flipflop oder gibt das eine andere Lackierung? Nein, per Defekt. So was haben wir. Flipflop, Chrome, Metallic Effekt, per Defekt. Ja, das ist auch so wie ich hab's so gedacht. Okay. Ah, es wird auch nicht so schlecht. Oh, das wäre in Grüne. Aber wie könnte ich eine. Oh je, oh je. Ah. Ob das so passte? Muss ich erstmal gucken. Weil, irgendwie, das war noch mehr L, diese blaue. Okay. So ein blaue, ja. Blau-grün, ne? Ja, so eins, okay. So, mal sehen, ob das funktioniert, so wie ich denke. Ich bin auch nicht so ganz sicher, aber ich habe auch nicht aufgepasst jetzt. Okay, Fahrzeug. Es ist erstmal, ich versuche mal einfach so. Das ist auch nicht so. Ich denke, das ist möglich, dass ich könnte, dass die Kombination Farbe haben. Aber ich bin auch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Vielleicht funktioniert das auch nicht so ganz. Kopfflügel von rechts, vorne rechts. Okay, und jetzt, wie wird das aussehen? Ha! Nein, ich glaube nicht, dass es wäre eine gute Kombination. Entweder mache ich diese ganze Farbe. Und diese Fahrzeug und. Oder. Andere Möglichkeit, ich mache das komplett schwarz und dann passt das auch. Aha. Aber dann haben wir.
Eine besondere Kombination. Ja, das ist schade, dass die haben auch nicht so gedacht, dass irgendwie, dass man könnte auch teilweise die Farbe ändern und so. Nicht ändern, aber zwei Farben auf einmal an die Karosserie. Ah, sieht schlecht aus. Es wird auch nicht so funktioniert. Aber gut, ich könnte immer noch Ihnen diese ganze Karosseriefarbe habe und was hinten. Ja, ich bin nicht so zufrieden. Überhaupt nicht. Die Montage von Karosserieteil. Gut, die Blau ist schon gut. Aber es ist nur die Frage, ja, ich habe auch keine Ahnung, Leute. Ich glaube, ich mache auch erstmal Schluss. Ich habe es versucht, aber ich glaube, dass ich werde diese gelbe behalten und vielleicht Chrom mache. Könnte man auch irgendwie, ja, okay. Ich versuche jetzt diese mit dieser Gelb-Chrom-Effekt zu bekommen und mal sehen, weil ich könnte leider nicht so machen, so wie ich habe mich vorgestellt. Ja, weil das ist gut, dass man können die Teile lackieren, aber Sie sehen auch, dass ich wieder auch eine Kombinationfarbe habe. Gut, ich könnte das auch komplett schwarz haben, aber dann ist gelbe und ihre schwarz. Ah, passt das auch nicht so ganz, hein? Oder muss ich denken, dass ich mal auch die ganze Türe im Gelbe und dann, boah. Aber ich sehe das auch nicht bei die normale Fahrzeug. Entweder im Gelbe ist die ganze und ja, ich mache das im Gelbe. So Fahrzeuglackier. Metallic Effekt, nein, wollen wir Chrome und dann die Farbe. Zweiundfünfzig war das. Okay, 52, 46. Und 89. Noch ein Stück, jawohl. Flip-flop, nein, Chrom. Okay, ich versuche mal so. Okay, Fahrzeugwechsel bewege. Und zum zweiten Stellplatz. Oh, aber was ist das hier? Oh, das Chrom-Effekt. Das sieht so wie Gold aus, oder? Aber Moment mal. Wenn ich mal das auch Golde Farbe und ihre gelbe und ihre schwarze. Oh, man könnte auch ein geiles Fahrzeug haben. Okay, ich mache jetzt Schluss. Das ist auch eine lange Folge. Ich bedanke mich noch für Zuschauen und ich versuche mal in die nächste Folge. Oder schreibe in die Kommentare, oder sollte man im Gold das haben, diese Fahrzeug. Ich finde das auch nicht so verkehrt. Kannst du Gold? Sieht gut aus, oder? Ich glaube, das behalte ich auch, diese Farbe. Okay, ich bedanke mich auch für Zuschauen und wir sehen uns in einer neuen Folge. Bleibt sie dran, ich wünsche euch alles gut. Ciao, mach's gut.